Gedanken und Tipps zum Valentinstag. Erstens, Geschenke sollte man sich am Tag der Liebenden besser verkneifen, weil die nämlich ganz schön teuer werden können. Das hängt natürlich sehr stark von der Art und vom Umfang der Liebesbeziehungen ab. Zum Beispiel Mann mit Frau, Frau mit Frau, Mann mit Mann, Mann mit Mann und Frau, Frau mit Frau und Mann, Mann mit Mann und Frau mit Frau, Mann, 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 Frau, Frau, Mann und Mann. Zweitens, auf Blumen sollte man generell verzichten. Aber Zufälle sollte man ausnutzen, so wie in diesem Beispiel, und sich für ein musikalisches Geschenk entscheiden. Was ist das denn passiert? Ich wollte meine Schrotflinte sauber machen und dabei ist ein Schuss losgegangen, mir voll in den Unterleib. Voll in den Sack, wa? Er sagt nicht, der Pillermann ist total durchlöchert. Das ist ja toll. Wie, das ist ja toll. Tja, da kann ihre Freundin, wenn sie ihn einen bläst, noch eine schöne Melodie spielen.